Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Flive-Folge. Und wir gucken uns schnell das neue, naja, Update ist es nicht, aber die neuen Serverwartungs-Events-Sachen und Websen-Jubiläumssachen an, was ganz schön viel ist. Und genau, gucken wir einfach mal. Also, Events sind drei gestartet: einmal das Stone Rain Event, dann das Oster-Event und dann das Frühlings-Event. Valentinstag. Eventringe sind sehen gebunden, fixed. Ja. Da müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken, ob das wirklich stimmt. Das kann ich vielleicht einfach am Ende noch einblenden oder naja, aber wenn es stimmt, dann werde ich einfach nichts mehr einblenden wahrscheinlich. Muss ich dann nochmal überprüfen, ob die jetzt wirklich umgebunden sind. Weil meine zum Beispiel habe ich jetzt auf der Bank gelagert. Beim ersten Mal haben sie das ja, glaube ich, die Ringe auf der Bank vergessen und dann weiß, glaube ich, keiner mehr genau, was dann noch alles schiefgegangen ist. Genau. Aber gucken wir es uns mal der Reihe nach an. Also das Make It Rain Event oder das Stone Rain Event geht von heute, also quasi vom 16.04. bis Montag, den 29.04. Und im Endeffekt, es droppen einfach alle Juwelen mehr, die man halt auch bei normalen Monstern droppen kann. Und zusätzlich können Cosmo-Stones gedroppt werden. Ist ja die Frage, ob das wirklich stimmt. Also ich will es jetzt nicht zu krass in Frage stellen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber man konnte bei fast allen Rain-Events auch immer noch ein Crystal of Order und Shining Orichalcum droppen. Steht jetzt hier nicht dabei, könnte aber trotzdem sein, dass man sie droppt, also nicht wundern dann. Aber, also hier steht jetzt einfach nur, dass Oryx Moons Lightning Stones erhöhte Chance haben, beziehungsweise Lightning Stones droppen ja bei ganz normalen Monstern eigentlich nicht, aber droppen dann wahrscheinlich trotzdem. Und wie gesagt, Cosmo Stones halt noch, ist jetzt eigentlich nicht so besonders krasses. Dann gibt es noch den österlichen Eierverkauf, genau, den haben wir jetzt hier gerade mit reingenommen. Ist auch eigentlich eins zu eins das gleiche wie vom letzten Jahr. Es gibt die Oster-Event-Sets, die in Anführungszeichen neuen, wo hauptsächlich eigentlich die ja, Heads beliebt sind, hauptsächlich auch die weiblichen. Und alles andere eigentlich pretty much trash ist. Genau, da gibt es für jedes Set quasi einmal M&F ein Egg. Das ist quasi eine kleine Überraschungsbox für 200 W-Coins. Und da kann entweder eins von den vier Teilen drin sein, also Boots, Suit, Head oder Gowns. Oder eins von diesen Items hier. Und da muss ich sagen, gar nicht mal so üble Items. Also klar, Upcut-Stone, Vital-Drink, Refresher-Hold, richtig schlecht. Aber alles andere, also jetzt rein vom Wert her, ist Inventory-Back 30 Tage eigentlich auch noch ziemlich scheiße. Aber sonst ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gut, Scroll of Esperage steht jetzt nicht dabei, wie viel es sind und so. Okay. Aber, also muss schon sagen, also so Appearance-Recovery-Score, wenn es mehr als eine ist, ist auch nice. Und auch 500 W-Coin zum Beispiel. Oder nee. Ach nee, ich will nichts Falsches sagen. Ich habe mir letztens schon mal beim Preis von der Appearance, ich glaube, die kostet sogar 150. Also, ist vollkommen egal, wie viel sie kostet. Auf jeden Fall. Als Trostpreis sind die meisten Items davon sehr gut und manche sind sogar teurer als 200 W-Coins, also von dem her gar nicht mal so schlecht. Genau. Kann man gar nicht so viel Verlust machen, außer man kriegt das falsche CS-Teil. Genau. Gut, dann geht's weiter. Dann gibt es, wie gesagt, noch das 10 Jahre Websen-Event. Zum Oster-Event muss ich tatsächlich nochmal hier öffnen. Ist das das Forum? Perfekt, genau, das habe ich nämlich vergessen, sehe ich gerade. Genau, also 10 Jahre Websen feiert und schnappt euch sagenhafte Belohnungen. Ihr habt euch nicht verhört, Websen.com wird 10 Jahre alt. Es kommt uns vor, als hätten wir gestern erst angefangen, aber die Jahre vergehen wie im Flug. Bei Fly for Fun hätten sie da jetzt eigentlich einen Joke bringen müssen, aber naja. Wir möchten uns bei allen unseren Spielern dafür bedanken, dass sie unsere Spiele spielen. Um diesen so richtig Ausdruck zu verleihen, haben wir ein Event vorbereitet, bei denen wir jede Menge Kosten. Was? Haben wir ein Event vorbereitet, bei denen wir jede Menge kostenlose Gegenstände vergeben werden. Okay, war ich doch nicht zu so dumm. Ist tatsächlich ein komischer Satzbau. Und ja, vom 16. bis 30. April gehen die Events, also die Jubiläumsevents, 2 Wochen. Dungeon Level Up Events schauen wir uns gleich an. Ingame Events haben wir uns ja gerade angeschaut, beziehungsweise schauen wir uns gerade noch an. Österliche Eierverkauf haben wir uns auch angeguckt. Facebook Events, da ist wieder so, das war beim puh. Ich glaube, beim Fly für 12 Event war das, glaube ich, auch, oder? Doch, ich meine schon. Da gab es auch, da kann man, also es wurde noch nicht gepostet, aber ihr müsst auf jeden Fall jeden Tag auf der Websen vor allem wohlgemerkt, nicht Fly Websen Facebook-Seite, das ist wichtig, weil sonst nicht flamen, weil es steht schon richtig hier. Beziehungsweise hier steht unsere Facebook-Seite, aber das heißt ja nicht Fly für 10, sondern Websen für 10. Also schön auf die Websen Facebook-Seite gehen. Und da kann man angeblich, das können wir uns dann gleich nochmal genau durchlesen, wieder bis zu 10.000 W-Coins einfach so gewinnen.
Muss man natürlich trotzdem was dafür tun, denke ich mal. Aber ja, genau. Müssen wir uns nochmal kurz anschauen. Und dann gibt es wieder Top-Up-Special mit 40%. Das ist ganz nice. Und diese exklusiven Pakete, die gucken wir uns jetzt auch gleich an. Aber erst noch das Ingame-Event, was wahrscheinlich interessanter ist. 16. April bis 6. Mai, Frühling und Ostern. Also die Events laufen dann eine Woche länger als das Websyn-Jubiläums-Event. Dann, ja, wie erwartet, vor allem hier Level 15 bis 172. kann man gar nicht sein, aber gut. Kann man Easter Eggs von Monstern droppen und dafür kriegt man ein Egg Basket für 100 Stück und da sind wieder die ganzen Power-Ups drin von 2015, also quasi das gleiche wie jedes Jahr. Ziemlich unspektakulär. Und dann noch unspektakulärer muss man fast sagen, jetzt lädt es schon wieder nicht, das gibt's ja nicht. Was ist eigentlich los, ey? Also, keine Ahnung, irgendwie, jetzt die eine Box ist ja noch kleiner, keine Ahnung, ist voll komisch. Das ist jetzt das Frühjahrs-Event, whatever. Da kann man Crystallized Souls collecten. Also nur mit dem Staubsauger kriegt man die auf dem Collectorfeld. Und Monster kann man von Monstern Level 15 plus droppen. Und 10 von beiden geben einem eine Springbox. Und hier steht, was die Springbox bringt. Ich lese es euch kurz vor. Auf gut Deutsch, dass man auch versteht, was es heißt. Also es ist Trash, 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 Kappa. Nein, Spaß. Also die CS-Sets, da kann man auf jeden Fall sagen, okay, die sind auf jeden Fall akzeptabel. Aber ja, sonst war es das eigentlich. Also die Trostpreise, okay, sind Trostpreise, da kann man jetzt nicht so viel meckern eigentlich, um die geht es ja nicht. Aber ja, ansonsten, ich meine, die Cloaks, die sind vielleicht nicht schlecht, ja. Ich sage jetzt mal den Drop Cloak zum Beispiel für einen Downer und so, okay. Man muss ja hier bedenken, die sind seengebunden. Das heißt, man muss die Boxen dann auch auf diesem Downer öffnen. Gut, das ist jetzt nicht so ultra schlimm, dann tauscht man die Boxen rüber, schon klar, aber ja, es ist einfach, ja, und auch 7 Tage und es ist einfach nicht das Wahre, ja. Es ist einfach nicht das Wahre. Und das sind halt die Hauptgewinne. Das heißt, ich weiß nicht, wie selten die sein werden, aber ich sage mal, wenn man jetzt von so Standard-Event-Rates ausgeht. Vor allem Cloak of PvP wird für die meisten ziemlich irrelevant sein. Cloak of XP dann vielleicht schon wieder ein bisschen besser, so ähnlich wie der Drop Cloak. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du das 100 Boxen alle drei bekommst, ist, denke ich, ziemlich gering. Also aus 100 kriegst du wahrscheinlich maximal ein oder zwei. Und wenn es dann genau zweimal PvP zum Beispiel ist, super. Dann hast du 100 Boxen collected und gefarmt und hast gar nichts bekommen im Endeffekt. Klar, CS-Sets und so sind jetzt auch noch drin. Aber trotzdem ist es halt, ja. Also für mich ist es kein Event, das ich wirklich farmen will. Genauso wie das Oster-Event. Also ich werde es eher nicht fokussieren. Also beziehungsweise gar nicht fokussieren. Und, oh fuck, ich merke gerade, wir haben gar keinen Sound. Upsi. Und dementsprechend würde ich euch das auch nicht unbedingt empfehlen. Außer ihr wollt unbedingt ein paar von den CS-Sets haben. Zum Beispiel das Mizu-Yukata-Set ist ja beliebt, aber hat auch an Wert verloren. Genau. Dann kommen wir zum. Also Crazy Event Page, muss man einfach mal sagen. Ich glaube, das ist die bestdesignteste und die am coolsten gestaltetste Event Page, die sie bisher jemals hatten, finde ich. Also auf jeden Fall was fürs Auge, aber gut, das war's dann auch schon wieder. Fangen wir an. Dungeon Level Event. Das ist jetzt ziemlich nicht kompliziert, aber es ist auf jeden Fall viel, was man beachten muss. Oder zumindest wissen muss. Also, hier steht schon, schnapp dir jeden Tag Dungeon Keys fürs Einloggen und Spielen. Betritt den Dungeon und Level hoch, um fabelhafte Belohnungen einzuheimsen. Das heißt, es ist ein Login-Event, ja, jeden Tag. Und Einloggen und Spielen. Also, man muss sich in-game und auf der Website einloggen. Das sind schon mal zwei Punkte, die man hier auf jeden Fall bedenken sollte. Und jetzt steht es hier eh eigentlich, also ich finde es wirklich, das ist eigentlich ziemlich gut erklärt für, naja, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, aber ja. Ziel des Spiels ist es, Level 20 zu erreichen, steht hier im Endeffekt. Dann, so bekommst du deine Keys. Dieser Enter Dungeon Button, der ist hier. Also bei uns heißt es halt Dungeon betreten, das ist alles gleiche auf Englisch, auf Deutsch und Englisch. Zwei gibt es jeden Tag umsonst, also zwei kriegt man einfach so, wenn man sich anmeldet. Und zwei gibt es, wenn du am Vortag gespielt hast. Das heißt, du musst dich in-game anloggen. Und auf der Webseite das jeden Tag, weil sonst kriegst du am nächsten Tag nur zwei Keys. Wenn du dich nur auf der Webseite eingeloggt hast und am Vortag eben nicht ingame. Genau, und dann gibt es noch extra Keys, also die Casher werden hier quasi bevorzugt. Das heißt, jeder, der jetzt fett reincasht, kann theoretisch jetzt schon Level 20 sein. Nur dafür reincashen würde ich nicht empfehlen, weil man kann es auch gratis schaffen. Aber die haben halt dann noch den kleinen Bonus, dass sie es halt nicht vergessen können, weil da haben sie es halt gleich die nötigen Keys.
Genau, wobei ein Key pro 1000 WCoins jetzt nicht so viel ist. Da müsste man schon ganz schön viel aufladen, um jetzt schon Level 20 zu sein. Aber theoretisch möglich. Genau. Was aber hier wohlgemerkt, oder was man hier anmerken sollte, manche sagen, sie haben nur zwei Keys, obwohl sie am Vortag, also gestern eingeloggt waren. Also ich habe jetzt 4x4 Keys bekommen, lustigerweise. Also ich habe jetzt kein Mal, also ich habe jetzt auch keine Lust, das mit jedem Account nachzuschauen, nur wegen dem Bug. Aber es scheint wohl so zu sein, dass manche Leute wirklich gestern online waren und heute trotzdem nur zwei Keys bekommen haben. Da haben sie aber schon im Forum bei einem englischen Moderator, weil das die einzige ist, die noch online war im Discord vorhin um 19 Uhr, haben sich manche Leute schon beschwert, beziehungsweise gesagt, ja, das läuft irgendwie nicht richtig, ich soll mal nachfragen, ob die das fixen können bis morgen, weil sonst ist es echt ärgerlich. Und wird auf jeden Fall weitergereicht und das heißt, das sollte dann möglichst schnell gefixt werden, weil sonst wäre es schon echt dämlich. Aber ja, wir wissen auf jeden Fall schon Bescheid dann morgen früh. Beziehungsweise jetzt, wenn ihr es seht. Genau, und dann Level hoch und sieh nach, welche Belohnungen es gibt. Für den Levelaufstieg brauchst du 100 XP, check dein XP und deinen Account-Status. Sobald du das Level erreicht hast, klicke auf Zugreifen, um die Belohnung einzuheimsen. Genau, das schauen wir uns auch gleich noch an. Und dann abhängig von der Belohnung wählt dein Spiel, dein Server und dein Charakter. Die Belohnung wird direkt in deinen Charakter geschickt. Und dann ist es fertig. Dann geht es jetzt aber hier nicht weiter, das muss man dann so schließen. Genau, hier steht auch, wann das Event endet. Und so spielt man. Das ist, glaube ich, genau nochmal das gleiche wie hier, mehr Infos. Genau, und dann würde ich einfach sagen, rein zur Demonstration spielen wir es jetzt einfach. Und das Spielen, ich habe es mir ehrlich gesagt, ich dachte eigentlich, die haben wirklich ein Minigame gemacht und dachte mir schon so, wow, ist eigentlich voll cool. Aber leider sieht das Ganze so aus. Ja, oder so. Okay, what the fuck? Ja. Ach, jetzt bin ich... Natürlich bin ich jetzt abgemeldet. What the fuck? Oh. Nice Spoiler, Boys. Nice Spoiler. Aber es steht wahrscheinlich eh im Titel. Wir könnten... Was? Was geht denn jetzt ab? Ach komm, ich habe mich verschrieben, oder was? Meine ID ist sogar falsch. What the fuck? Okay, jetzt habe ich richtig hart gefettfingert. Holy shit. Ich glaube, es waren jetzt sogar Passwort und ID falsch eingegeben. Holy moly. Peinlich. Genau, also jetzt. Dungeon betreten, so spielt man. Da kommen jetzt einfach random Gegner. Wenn man sie nicht kennt, nicht wundern. Websin hat mehr Spieler als nur Fly, ob man es glaubt oder nicht. Und dann kriegt man Random XP. Das höchste, was ich bisher bekommen habe, war 65. Das niedrigste ist 35. Und das heißt, man kriegt eigentlich am Tag mit 4 Keys garantiert mindestens ein Level ab. Ja. Und selbst mit dem schlechtesten von 35 würde man jeden Tag 140 XP bekommen. 14 mal 140 sind 1400, 1960, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, oder? 14 mal, jetzt gehen wir uns mal schnell in den Taschenrechner ein. Aber doch, müssten 1960 sein. Genau, passt. Das heißt, wenn man jeden Tag das Allerschlechteste kriegt mit 4 Keys, würde man tatsächlich um 40 Dinger nicht das höchste Level erreichen. Um 40 XP. Aber allein die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, also mir ist jetzt bei 4 Accounts noch kein einziges Mal passiert. 55. Jetzt haben wir auch Level 1 erreicht, das machen wir gleich. 55, das ist sogar Red Meteonica, nice, Mann. Und 45. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass so 14 Mal, beziehungsweise nein, Schwachsinn, also an 14 Tagen 4 Mal 35 bekommst, ist unmöglich. Ja, das ist unmöglich. Also, beziehungsweise es sollte unmöglich sein. Also vielleicht ist es möglich, aber es ist eher unwahrscheinlich. Also hier sieht man es ja schon, das habe ich schon mehr als ein Zehntel. Das heißt, in 9 Tagen müsste ich theoretisch schon fertig sein, wenn ich es jetzt jeden Tag so kriegen würde wie jetzt. Heute. Und dann steht jetzt hier mein Level und meine aktuellen XP. Die 100 braucht man immer, das verändert sich nicht mehr, stand ja eh oben. Und jetzt steht hier auch, ich brauche einen Key, um weiterzukommen. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Die Anzeige sollte sich füllen, also ich glaube, das macht sie auch. Und dann gucken wir jetzt mal. Also hier sind die 20 Level aufgelistet, die man erreichen kann. Dann klicken wir hier mal drauf, zugreifen. Denn hier ist, glaube ich, das ist eine Flyve-Belohnung, genau, die holen wir uns jetzt aber gar nicht ab. Denn hier kann man auch draufklicken, dann hat man eine schöne Übersicht. Und genau, kann sich das angucken. Wir gehen wieder zu Flyve, ist unser Spiel. Level 1, Baby Tiger, ein Tag-Event will ich nicht. Dann Level 6 kriegt man ein Wings of the Malvolent Dragon. Whatever. Also Meteonica Wings sind das, glaube ich, einfach nur. Also nicht die blauen, aber ich glaube, es gibt noch andere, die auch so ähnlich heißen. Dann gibt es hier mal zweimal Wings, drei Tage. Dann gibt es hier 7 2011 Karten, einen Tag, bei Level 14, bei Level 18 die FEC-Karten, die normalen.
beziehungsweise, ach na, genau, die 2011-Karten, das sind die 2011-FEC-Karten, oder? Drea drin und Level 20 kriegt man 10 Scroll of Amplification Q. Und bevor jetzt irgendjemand sagt, oh nice, erstmal bei allen Accounts machen, sie sind wie immer seelengebunden. Also gar nicht erst probieren, die sind seelengebunden. Genau. Dann war es das eigentlich. Dann ist das Einzige, was ich nicht ganz verstehe, das hier, exklusive Belohnungen. Hier steht einfach nichts dabei. Die kriegt man wahrscheinlich auf einem random Level, haben schon einige vermutet. Das ist nicht ganz klar, wie man die jetzt bekommt. Und bei den Quizbelohnungen ist es nicht so. Da steht das Level dabei, auf den man sie bekommt. Da ist halt die Frage, was bedeutet das mit dem Quiz? Also muss man dann vielleicht ein Quiz noch abschließen? Das erfährt man dann auf dem, was ist das erste Level? Level 4. Ja, wenn es gut läuft, morgen sogar schon, erfährt man es dann schon. Casher wahrscheinlich deutlich eher. Genau, aber ja, weiß nicht. Aber das exklusive Belohnung, keine Ahnung, was das bedeutet. Also auf welchem Level man die bekommt oder wie man die bekommt, steht jetzt nicht dabei. Irgendjemand hat was vorhin von Level 9 erzählt, aber das kann ich nicht bestätigen. Das sind Gerüchte. Genau, aber ja, wie gesagt, das ist der Baby Tiger. Und dann ist tatsächlich so, für Level 2 zum Beispiel gibt es halt jetzt, ich weiß nicht, steht das irgendwo dabei? Na, das ist zum Beispiel wahrscheinlich so eine exklusive Belohnung, genau. Ja, da kriegst du jetzt eine Mu-Online-Belohnung. Ich habe keinen Mu-Online-Account, das heißt, ich klicke jetzt einfach drauf und im Endeffekt passiert einfach gar nichts, weil ich habe gar keinen Charakter bei Mu-Online. Aber ja, jetzt habe ich mir die Belohnung halt geholt. Aber für Flife gibt es bei Level 2 keine Belohnung, also quasi irrelevant. Aber sicherheitshalber klickt immer auf Zugreifen, auch wenn ihr wisst, hier zum Beispiel, das ist jetzt einfach bei Flife irgendein Kack, dann hier Devos und dann wähle ich halt hier meinen Hallas und fertig. Und ja, scheiß drauf, holt's euch einfach, ihr könnt's ja dann wegschmeißen. Also sicherheitshalber lieber alles holen, nicht, dass man eine gute Belohnung verkackt. Wobei es davon ja eigentlich nur drei gibt, die drei. Na gut, okay, die, na gut, zugegeben, die 5 XAMPs, die kann man sich schon auch noch mitnehmen. Und falls jemand fragt, was bringt der Cloak of Aggression? Einer meinte, auch unbestätigt, ja, man erfährt's ja hoffentlich bald, 10% Speed, 10% ATK, das heißt genauso wie dieser Reminisce Cloak, den man mal gratis bekommen hat, dieser rote, der bringt auch 10% Speed und 10% ATK, also wird eventuell der gleiche sein. Genau, dann hat man das fertig. Dann Facebook und Ingame Events, die Ingame Events, die haben wir gerade abgehakt und die Facebook Events habe ich vorhin schon gesagt. Wobei, warte mal, das ist, achso ja genau, das sind die Facebook Belohnungen. Das sind die Ingame-Events, genau. Das haben wir ja vorhin schon gesagt, das sind die, wo wir uns am Anfang angeguckt haben. Und das hier sind die Facebook-Dinger, genau, jetzt steht hier nämlich das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist mal wieder Zeit für ein Event, also haben wir mehrere auf unserer Website und Facebook-Seite gestartet. Schau sie dir an und werde glücklicher Gewinner von bis zu 10.000 W-Coin oder Reds. Und das war, was ich vorhin mir nicht mehr sicher war, ob es wirklich so war. Aber doch, also man kann wieder anscheinend bis zu 10.000 W-Coins gewinnen. Und dann, was ich ultra heftig finde, Premium-Batterie 20 Tage gibt es eventuell gratis. Also wenn man die echt kriegen würde gratis, ultra nice. Also richtig geil. 20 Tage gratis Batterie und dann auch noch Premium, Alter, ultra nice. Wäre sehr, sehr cool. Und ja, mal abwarten. Also nach meinem aktuellen Stand wurde noch nichts gepostet. Heute. Genau. Dann Top-Up-Aktion. Da will ich jetzt eigentlich nicht so viel zu sagen. Oh, okay, das sah am Handy auf jeden Fall anders aus, lol. Okay, never mind, das ist mir neu. Das war ich kurz verwirrt. Also es gibt zwei Events, einmal den Jubiläumsbonus, das ist die 40% zusätzlichen V-Coins und dann noch diesen einen Jubiläumstoken. Und das dürfte Event Nummer 2 sein. Nein, das ist nicht Event Nummer 2, genau. Das ist immer noch Event Nummer 1, na passt schon. Also, man kriegt für jeden 1000 W-Coins, oder? Nein, für jedes ausgegebene W-Coin gibt es ein Jubiläumstoken. So ist genau die 1000 W-Coins, das war beim anderen. Und das heißt, du musst, also hier gibt es diese Packs, also das Freebie-Pack ist kostenlos. Da kann man jetzt, also was gibt es drinnen bei Flife? Ja, dreimal jeden Ballon als Event, den will man jetzt auch nicht unbedingt haben. Das heißt, da jetzt auch überlegen, ob man darauf zugreifen klickt, aber sicherheitshalber einfach mal machen. Dann gäbe es bei Flife, wenn man das erste Mal auflädt, egal wie viel, kriegt man einmal das Beginner-Pack und dann 10.000 Tokens, heißt, du musst 10.000 Tokens aufladen, beziehungsweise ausgeben und ausgeben, sagen wir es so. Dann kriegst du die Belohnungen beim Advanced-Pack
die Belohnungen 20.000 und bei dem Masterpack musst du 30.000 aufladen und ausgeben, dann kriegst du die. Was ich hier ziemlich krass finde, ist, dass sie tatsächlich die Limousine reingepackt haben. Früher war das immer Piyoko, immer. Das haben sie jetzt geändert, es sind drei verschiedene. Erst ist das Motorrad, dann ist das Blastcar und jetzt ist die Limousine. Also muss man sagen, sie haben ihr Game abgesteppt und es sind auch 35 Scrolls mehr, denn sie haben auch die G-Project reingepackt. Das heißt, man hat jetzt immer auch 35 Scrolls von grundsätzlich mehr, was in dem Fall 850 W-Coins entspricht. Ich glaube schon, ja. Irgendwie sowas. Genau. Das ist das Event Nummer 1 für die Casher und Event Nummer 2 ist dann hier Cash-Bonus. Genau das war das, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Mach ein Top-Up mit blablabla und gib sie aus und gewinne deine V-Coin zurück zur Feier des 10. Jubiläums. Wird Websin 10 glückliche Gewinner auswählen. Also wie ich das verstehe, und das ist nicht alles, wir werden auch noch 100 zufällige Nutzer aussuchen, an die wir 1000 V-Coin verteilen. Also jeder, der aufgeladen und ausgegeben hat, der kann hier noch zusätzlich 1000 V-Coins gewinnen. Aber 10 Leute, egal wie viel sie aufgeladen haben, zumindest so verstehe ich das, kriegen alles zurück. Also können es einfach nochmal ausgeben. Das heißt, mal rein theoretisch, wenn du 1000 Euro reincashst, dürftest du, ich glaube, 140.000 V-Coins haben. Bin mir nicht ganz sicher mit 40%, wie viel man dann insgesamt hat oder 150.000 V-Coins, was auch immer. Und wenn du Glück hast und du bist einer von diesen 10 lucky Motherfuck, Entschuldigung, einer von diesen 10 glücklichen Gewinnern, dann kriegst du einfach fucking 150.000 V-Coins gratis. Bitter ist natürlich, wenn du dann nicht gewinnst, weil dann hast du 1000. Da muss ich, glaube ich, nicht weiter ausführen, aber ja. Würde ich aber jetzt aus dem Grund nicht aufladen. Das ist schon ziemlich gering, weil ich sag mal, es zählt wahrscheinlich auch alle Regionen zusammen. Das heißt Frankreich, Amerika, Europa in Anführungszeichen und Deutschland. Das heißt, da werden safe über 100 Leute aufladen, also todsicher. 100 verschiedene halt. Du kannst ja auch nur für 5 Euro aufladen, kannst ja trotzdem alles nochmal gewinnen, wäre dann auch ziemlich bitter irgendwie. Aber ja, die Wahrscheinlichkeit dazu gewinnen ist, denke ich mal, ziemlich gering. Genau. Und dann ist hier noch das Cash-Event. Ach nee, das ist immer noch das Cash-Event 1. Ach, das ist immer noch das Cash. Nee, aber hier steht doch Cash 02. Jetzt bin ich verwirrt. Na, das ist schon. Ach, jetzt check ich's. Na, das ist schon das zweite Ding. Aber das ist nochmal unterteilt in Event 1 und 2. Heilige Scheiße, das ist echt so viel. Da gibt es dann nochmal das halt der Ausschau nach der Facebook-Seite, welche Events auf der Facebook-Seite sind. Und dann kann man hier, bitte beachte, dass dieses Event nicht unbedingt ein Top-Up erfordert, also leg los und versuch dein Glück. Also bei den Facebook-Events mit den 10.000 V-Coins, die man gewinnen kann, die kann jeder gewinnen. Ja, so verstehe ich das. Beziehungsweise alle Facebook-Events, die sind nicht nur für Casher, also die sind für alle. Das hier ist nur für Casher. Und natürlich das hier mit den Tokens, das ist natürlich auch nur für Casher. Steht ja hier auch. Genau. Gut, jetzt war es das aber endlich mal. Heilige Scheiße, das ist echt sehr, sehr viel. Also wirklich extrem viel. Und wer es nochmal genauer wissen will, gern als Frage in die Kommentare oder einfach nochmal selber nachlesen auf der Website. So schwierig ist es eigentlich nicht. Und dann, was man nicht vergessen darf, jeden Tag einloggen in Game und Website plus jeden Tag Websen Facebook-Seite abchecken. Mehr muss man nicht machen. Ansonsten einfach Fly spielen und genießen. Genau, dann warum sind wir hier? Ich denke mal, ihr erinnert euch alle noch an mein letztes Upgrading vom Azurite Set. Wir haben noch unseren Helm übrig und den würde ich jetzt gerne noch auf plus 10 sehen. Wir haben nochmal 66 Scrolls und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, Dela hat auch nochmal 5 oder 10. Und eventuell brauchen wir die auch noch. Aber ich hoffe, also rein theoretisch könnten 66 reichen. Mit 66 Jahren. Alles klar, cringe. Ja, probieren wir mal unser Glück. Ich hoffe einfach, es klappt, welche. Yes! Woo! Baby! Hell yeah! Scheiße, jetzt habe ich viel zu viele gekauft. Fuck. Scheiße. Aber naja, nein, Spaß. Also natürlich nicht scheiße, nein, ultra nice. Sehr schön. Freut mich richtig, dass das geklappt hat. Jetzt ist alles plus 10 bei beiden. Also die Casino-Gloves natürlich nicht. Meine richtigen Azurite-Gloves sind ja hier. Das heißt, auch mein Knight hat jetzt das Azurite komplett auf plus 10. Und das heißt, wir
könnten dann Juwelen einsetzen, wenn ich Juwelen hätte. Beziehungsweise genug Juwelen hätte. Genau. Ansonsten, weiß ich gar nicht, die C-Products, ja, muss ich dann eigentlich verkaufen, weil ich keine mehr brauche. Ja. Nice. Ja, ist jetzt echt ein bisschen bitter, weil jetzt habe ich extra welche gekauft und jetzt hätte ich es gar nicht gebraucht. Scheiße. Aber egal, ich meine, kann man ja wieder verkaufen, ist nicht so schlimm. Richtig chillig. Ja, so kann die Woche starten. Und ja, dann würde ich sagen, war's das. Und genau, sehen wir uns im nächsten Video, Stream, wie auch immer. Bis dahin, macht's kurz rein, danke fürs Einschalten und ciao, ciao.